Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und das ist Holger Laudelein. Moin Moin. Und wir begrüßen euch zum zweiten Teil des Videos. Wir installieren eine PV-Anlage bei Uwe und Arni Kröger in Rheinfeld bei Lübeck. So, hier seht ihr, hier wird schon gearbeitet. Hier wird, was wird hier gebaut, Holger? Ja, hier wird die gesamte Verteilung umgeändert. Ja, es kommt ein neuer Zählerhauptanschlusskasten hin, weil das wird gefordert nach der 4101 oder § 49a Energiewirtschaftsgesetz. Und wir müssen den Altkasten, also die alte Hausverteilung, müssen wir neu einspeisen von dem neuen Zählerschrank. Und die Jungs, das waren, wie nennt man das militärisch, die Aufklärer, die sind schon vorweggefahren, oder die wie? Die sind vorweggefahren, das sind quasi die Pioniere, die bereiten schon mal den Boden, damit wir da auch schnell genug vorankommen. So, und das ist jetzt ein Batteriepack. Das ist ein Batteriepack. Auch schön im Safe. 6,5 im Alu-Safe. Kilowattstunden, 19 Zoll Technik. Und wie viel kommen da rein? Zwei Stück. Zwei Stück, aber das ist modular, könnte man noch mehr reintun? Ja, eine mehr geht noch rein, ist aber hier nicht nötig. Wenn wir jetzt in einem Privathaus wären, mit sehr wenig Verbrauch, aber trotzdem 9,6 kW Peak, dann würden wir auch noch einen dritten Akku empfehlen. Aber den dritten Akku würden wir erst empfehlen, wenn wir uns das schon eine Zeit lang angeguckt haben. Weil du hast ja nur ein Jahr Zeit, einen Akku nachzurüsten, wegen der Garantie. Wenn du jetzt hier zwei Akkus drin hast und Uwe sagt, Mensch, nicht so viel Sonne vom Dach und ich brauche noch einen Akku, dann muss er das innerhalb von einem Jahr nachrüsten. Warum? Weil die beiden Akkus jetzt voraltern, dadurch, dass sie schon fast ein Jahr dann laufen. Und der Hersteller gibt nur für ein Jahr Garantie, damit die Voralterung gewährleistet ist, dass der neue Akku auch entsprechend noch arbeitet. Sonst würde der neue Akku die komplette Leistung übernehmen müssen. Weil wir haben hier jetzt, wenn die Batterie schon ein Jahr läuft, hat die einen ganz anderen Innenwiderstand. Ne, als wenn wir jetzt die Batterie nagelneu dahinsetzen. Gut, ein Jahr Zeit zum Nachrüsten, genau. Und ansonsten müsste man dann alle drei neu nehmen, oder wie? Ja, oder eben mit jemandem tauschen, der schon eine Batterie hat in dem Zeitraum. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Dann kann man die Batterie rausnehmen und kaufen einen neuen Satz, wenn man über das Jahr hinaus ist. Ne? Oder man hat ein S10 Pro Gerät. Das ist eine andere Liga. Das Gerät ist genauso groß, aber kann wesentlich mehr. Und bei dem S10 Pro ist es möglich, wenn der Batteriesatz drin ist, ist ein sogenannter zweiter Batterietrecker drin, da kann ich einen Batterieschrank noch daneben packen und kann dann nochmal 13 Kilowattstunden oder auch 19,5 nachrüsten. Aber das hier ist nur ein S10-Gerät. Ein S10, bei uns intern E8 genannt. Also das sind unsere internen Bezeichnungen, damit wir wissen, was wir verbauen. Ne? Und das sind 6,5 Kilowattstunden brutto. Wir entladen 90%. Wir gehen also auf 90% Entladetiefe. Es würde noch mehr gehen. Aber aus Sicherheitsgründen ist es etwas anders als beim Elektroauto. Beim Elektroauto hast du eine andere Zyklenzahl. Ne? Ein Elektroauto ist ungefähr so auf 1000 Zyklen ausgelegt. Aber auch da gibt es ja einen Bereich, der nie genutzt wird vom Akku. Ja. Aber die Batterie wird ja auch strommäßig ganz anderes belastet. Hier haben wir immer eine definierte Belastung drauf. Die Batterie kann also... Die wird beim E-Auto wird sie höher belastet. Ja, wesentlich höher. Ja, beim Anfahren brauchst du schon wesentlich mehr Strom. Wären alte Autobatterien, ich habe das mal gehört, dass die ein zweites Leben dann als Hauskraftwerke führen sollen. Ist eine alte Autobatterie für sowas geeignet? Nee, nicht für so ein kompaktes S10-Gerät von E3DC, dafür ist es nicht geeignet. Aber theoretisch könnte man aus alten Autobatterien... Könntest du machen, ja. Könnte man machen, aber ich weiß noch nicht, wie sich das entwickelt. Also ich stehe dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Der Batteriemarkt wird sich entwickeln. Der nächste Schritt ist die Feststoffbatterie. Wenn die kommt, dann haben wir 50 Kilowattstunden auf einmal auf so einem kleinen Schuhkartongröße. Ich glaube, das wird gar nicht erst so weit kommen. Und außerdem halten die Autobatterien ja auch sehr, sehr lange. Ne? Auch diese Hauskraftwerkbatterien. Wir gehen im Moment tatsächlich von unglaublichen 20 Jahren Laufzeit aus. Ne? Also das heißt, du hast noch keine tauschen müssen, weil die Lebensdauer... Wir machen das jetzt, wir bauen mit den Feldtestgeräten, bauen wir jetzt seit 8 Jahren diese Batterien ein, also die Vorgängermodelle auch. Wir haben alles mögliche an Fehlern schon gehabt, ne? Gerade bei Feldtestgeräten, aber mit den Batterien hatten wir noch nichts. Aber ihr hattet schon mal eine kaputte Batterie? Nein, noch nicht einmal. Noch nicht einmal. Du siehst mich ungläubig hier. Ja, da kannst du gerne ungläubig gucken, haben wir nicht, kannst die Leute fragen. Haben wir noch nicht gehabt. Mal eine Ansage. Ja, und wir haben hier eben im Hauskraftwerkbereich
ist es eben so, dass wir mit 270 Zyklen arbeiten pro Jahr, also 270 mal leer, 270 mal voll. So, und das kann die Batterie eben mit 6000 Zyklen lösen, das sind 20 Jahre Laufzeit. Natürlich wird sie degradieren. Die wird so, und dann ist ja wahrscheinlich immer noch nicht Ende der Fahnenstange. Nein, dann wird die Batterie schlechter langsam, ja. Aber vielleicht hält sie dann 30 Jahre. Wir wissen es nicht, das kann ich dir alles nicht beantworten, weil da sind wir letztendlich noch in der Testphase. Ich kann dir nur eins sagen, wie wir noch mit Bleibatterien gearbeitet haben. Ja, das war bis vor ein paar Jahren ja noch der Fall, weil wir schon sehr lange Speicher bauen. Da haben wir alle 4 Jahre die Batterien gewechselt. Da waren alle 4 Jahre die Batterien platt. Und das war auch völlig egal, ob wir Traktionsbatterien genommen haben, spezielle Sonnenbatterien, spielte alles keine Rolle, hat einfach nicht durchgehalten. Aber das war das dann Bleibatterien? Habt ihr ganz die? Normale, ja, wie Autobatterien musst du das vorstellen, wie Starterbatterien. Ne? So, und hier gehen wir eben, wie gesagt, von dieser hohen Zyklenzahl aus, während wir beim Auto ja nur von 1000 Zyklen ungefähr ausgehen. Ne? Und hier 6000 Zyklen. Hier sind 6000. So, und jetzt gucken wir mal, wie das zweite Gerät da reingebaut wird. Darf ich das mal anfassen, wie schwer das ist? Oh, Dennis. Nicht da. Da hätte ich jetzt angefasst. Ich kann dein Mikrofon mal halten, Dennis. Kriegst du sowieso nicht hoch. Ja, genau. Oh, geht gar nicht hoch. Das ist so schwer. Ja, Sozialwissenschaft so schwer. Und Schreibtischtäter. Das glaubt ihr nicht. Ja, die müssen das halt jeden Tag machen. Das ist etwas, was wir auch bemängeln, dass die Batterien so schwer sind. Das ist Wahnsinn. Peter ist noch ein bisschen jünger, der wird die Feststoffbatterien noch erleben. Die werden leichter. Ja, ich hoffe einfach, Peter. Umschluss sieht auch schon gut aus. Wollen wir da mal reingucken? Ja, können wir machen. Ihr seht, hier geht's voran. Jetzt gucken wir mal zum Gerät. Ja, dann müssen wir da lang. So, wir sind hier im Weg. Jawohl. Ja, hier ist Peter am Schrauben. Wir machen jetzt die Verbindung in den Technikraum rein. Wir müssen ja das Gerät strommäßig versorgen. Sieht aus wie so eine Ladesäule, wenn man die aufmacht, so ein bisschen. Du siehst jetzt nur den rein elektrischen Teil in der Mitte des Gerätes. Hier, da ist das gesamte Energiemanagement, das Lademanagement drin, die gesamte Steuerung. Das ist hier, was wir nicht sehen können. Und hinterm Gerät hängt der Wechselrichter. Jetzt sag mal, es gibt immer einige der Zuschauer, die sagen, wenn man zum Akku Batterie sagt, das ist ja ein Akku, das ist gar keine Batterie. Ja, das ist immer bei uns verschieden. Entweder sagen wir Batterie oder Akku. Wir meinen natürlich grundsätzlich immer Akkumulator, also wiederaufladbare Batterie. Aber jeder Akku ist auch eine Batterie? Ja, quasi für mich ja. Ich mache da keinen großen Unterschied. Aber nicht jede Batterie ist ein Akku? Nein, das geht nicht. Eine Batterie ist grundsätzlich nicht wiederaufladbar. Das ist der einzige Unterschied. Und wir sagen Batterie, Akku, ja, wie es gerade kommt. Da machen wir nicht so ein Drama draus. Ne? Wir haben ja 2 Strings, A16 Modul. Nur mal für die Leute, die so ein bisschen Technik wissen wollen. Modul hat ungefähr 40 Volt. Wenn die Strippen hier gleich ankommen und die Module liegen, müssen wir so knappe 640 Volt auf den Strippen drauf haben. Das werden wir auch messen, weil da prüfen wir nach, ob der Modulstring auch läuft. Und dann kommen diese beiden Modulstrings über den DC-Überspannungsschutz, der im Nebenraum ist, hier hingeführt und werden unten angeschlossen. Das Gerät wird auch von unten bedient. Unten haben wir einen DC-Freischalter drunter und einen sogenannten Breaker, der für den Batteriepack zuständig ist, dass wir die Batterien auch abschalten können. So, Michael wird jetzt Folgendes machen. Die Gleichspannungsstrippen vom Dach sind jetzt runter. Da alle Module eingelegt sind, ist jetzt auch schon Spannung drauf. Und wir testen jetzt mal, wie viel Spannung drauf ist. Da die Module einzeln 40 Volt ungefähr haben, müssten wir so um die 600, 640 Volt drauf haben. Das messen wir jetzt. Das hier ist jetzt nicht mehr für Leute, die nicht wissen, was sie tun, weil wir haben hier 600 Volt drauf und das testen wir ganz kurz. Ja, gesehen? Nochmal bitte, geht das nochmal? Wir machen nämlich jetzt einen Kurzschluss und ziehen einen Lichtbogen. Ja? Jetzt wissen wir, das Modulfeld läuft so, wie es muss. Das waren eben vom Strom her nur 9 Ampere, aber 4,8 kW Leistung. So, und wir haben jetzt die Spannung, jetzt wird das angeschlossen. Und die Spannung haben wir vorhin schon gemessen, deswegen war auch noch Isolierband drum. Michael, was hattest du an Spannung? 500? Ja, du misst gleich, ne? Also, er kann jetzt theoretisch, könnte er einen Pol anfassen, den Minus oder den Plus, einzeln. Niemals beide.
ist ärgerlich. Und das Problem bei Gleichspannung ist, das müssen die Leute wissen, das hier sind 600 Volt Gleichspannung. Gleichspannung ist absolut tödlich und richtig gefährlich. Ja? Es bildet sich im Körper Leichengift und auch erst nach ein paar Tagen merkst du das. Ja? Da muss man sehr, sehr vorsichtig mit sein. Also das, was hier, wenn das angeschlossen wird, da sind die immer sehr, sehr genau. Die mögen das auch nicht, dass wir jetzt daneben stehen, weil das eine hohe Konzentrationsarbeit ist. Ne? So, und wir schließen das jetzt an den DC-Überspannungsschutz an. Ne? Der Überspannungsschutz geht jetzt mit den anderen Kabeln quasi zum E3-DC-Gerät und dann werden dort die Gleichspannungsleitung ins E3-DC-Gerät eingeführt. Ne? So, und jetzt misst Michael die Spannung, die von dem String kommt. Wir haben ja zwei Strings, A16 Module. Ne? Jetzt hält er ran. So, und was haben wir? 593 Volt sind jetzt drauf. Das ist keine Spaßspannung mehr im Gleichspannungsbereich. Wie gesagt, extrem gefährlich. So, jetzt macht er das zweite Mal mit dem anderen String. Wie gesagt, die Isolierung haben wir rumgemacht, weil wenn oben reingesteckt wird, muss hier natürlich isoliert sein, weil da ist ja richtig Spannung drauf. Ne? Übrigens, das kann man auch nicht abschalten. Ne? Es gibt keine Möglichkeit. Es sei denn, man hat Solaroptimierer, wozu wir eigentlich nicht raten, weil die auch ihre Nachteile haben. Solaroptimierer würden das Modul auch abschalten können. Ne? Aber das machen wir nicht, weil zu viel. Hast du es drauf? Ja, das ist schon kein Spaß. Ne? So testen wir halt, ob das auch stabil, ob der Strom, der vom Dach kommt, auch wirklich stabil ist. Ne? Muss er aufpassen, dass er natürlich nicht daran kommt. Wenn er beide berührt, haben wir ein Problem. Nein, du merkst den Strom. Den Stromschlag merkst du schon, der ist brutal. Nicht? Weil der Körper verkrampft sich und bei Wechselstrom hast du ja ein Wechselfeld hin und her. Das heißt, die Muskeln lösen sich wieder. Du hast eine Chance wegzukommen. Wer an Gleichspannung hängt, der kommt nicht wieder weg. Das ist das Problem. Und das Elend ist, wenn du dann weggekommen bist, du musst auch an Gleichspannungsschlag ist sofort ins Krankenhaus fahren. Ne? Deswegen sind wir, also es ist auch nicht gut, dass wir jetzt filmen, weil das ist eine hochkonzentrierte Arbeit normalerweise, aber es ist ja gleich beendet. Und auf der anderen Seite sind schon Stecker dran, da kann schon nichts mehr passieren. Okay. Misst du noch eben? So, jetzt müssen wir auf dem zweiten String ungefähr die gleiche Spannung haben. Soll ich halten, Michael? Das geht schon. Was haben wir? Gar nichts. Gar nichts, das ist nicht gut. Kein Kontakt? Hast du auf DC? Also beide Strings sind gleich. So, alles gut. Und jetzt lassen wir ihn noch in Ruhe den Rest hier fertig machen. Ne? Wir drei jetzt hier. Holger und Ofe, der Bauherr, wir gucken jetzt mal, wie weit wir wirklich sind, weil ich glaube, das ist hier ganz rasant vorangegangen, das hier steht alles. Ja, das Gerät scheint angeschlossen. Hier muss noch ein bisschen weggefegt werden, wir gucken mal. Conny? Das ist hektisch. Die hört nicht auf mich. Nein, meinst du, die hört auf mich oder was? Läuft bei dir. Das ist wie zu Hause hier. So, ja. Eigentlich bist du ständig im Weg, egal wo du dich jetzt hinstellst. Ja, also wir wollen hier jetzt mal gucken. Also oben ist die Anlage drauf, das haben wir ja gesehen. Ja. Wie weit wir jetzt sind. Und hier wird noch gewerkelt. Dennis, können wir irgendein Statement kriegen von dir? Wie weit sind wir? Also Strom haben wir komplett. Wir schließen jetzt den Speicher an, dass der gleich in Betrieb genommen werden kann. Heute noch in Betrieb nahm. Genau. Ich denke mal, so eine halbe Stunde ist drüben Strom, dann kann der in Betrieb genommen werden. Das heißt, ihr seid eigentlich fast fertig. Genau. Nur noch ein bisschen die Busleitung gleich verlegen, noch ein bisschen Netzwerk machen. Dann sind wir hier komplett durch. Was macht ihr morgen früh? Bisschen Feinschliff, aufräumen noch und Vorbereitung, dass der Energieversorger nichts zu meckern hat. War das jetzt schnell oder macht ihr das immer so fix?
Ja, das Gute ist, wir hatten jetzt die Leute, dass wir wirklich schnell arbeiten können. Normal sind wir ein bisschen weniger Leute, dann dauert es auch ein kleines bisschen länger. Also der Pappkarton, aber mit der Anzahl an Leuten ist das kein Problem gewesen. Ihr seid ja ein total eingespieltes Team hier. Macht ihr das jetzt nur hier für YouTube so oder ist das wirklich so? Nö, wenn es läuft, dann läuft's und da braucht man nichts üben. Also Marc und ich arbeiten auch nicht jeden Tag zusammen, aber das klappt wie tut, sag ich mal. Ja, das ist doch mal ein schönes Statement. So, aber jetzt muss Conny was sagen. Wozu sind wir darf ich mich in Frauengespräche einmischen? Conny, jetzt sag uns doch mal bitte, wie war's heute und wie weit sind wir? Ja, wir sind fertig und ja, wie war's? Schnell und gut, ne? Ja, wie gestern Morgen. Unglaublich. Was sagt ihr, Ofe und Holger? Was sagt ihr jetzt zum Bauvorschritt? Was müssen wir morgen noch machen, Holger? Ja, wir haben morgen dann noch die Abnahme. Wenn wir heute gleich einschalten, kommt das Batterietraining noch. Wir müssen ja den Punkt festsetzen, wann Batterie voll und wann leer. Wir müssen also einmal vollladen, einmal leer machen. Das musst du jetzt mal erklären, bitte. Ja, der Sinn der Sache ist der, dass die Batterie so weit aufgeladen werden muss, dass wir einen oberen maximalen Punkt erreichen. Und dann müssen wir die Batterie einmal komplett entleeren, dass wir einen unteren maximalen Punkt erreichen. Dass das Gerät entsprechend prozentual anzeigen kann, wie viel Strom ist noch im Akku drin. Dafür ist das Batterietraining da. Das kennen wir vom Tesla, ne? Kalibrieren. Kalibrieren, genau. So heißt es bei euch. Bei uns heißt Batterietraining. Ja, nennen wir das jetzt auch so. Was hast du hier zum Aufbau so, der Tag für dich heute? Super, völlig spannend. Ja, habe ich ja vorhin in deinem Livestream schon gesagt. Für mich ist das alles neu. Und ich war jetzt ziemlich begeistert, wie der Ablauf hier so halt war. Vor allen Dingen, was mir sehr imponiert hat, ist, wie hier Hand in Hand gearbeitet wird. Man merkt, die Leute mögen sich, die Leute arbeiten jahrelang miteinander und das war wie so ein Selbstgänger. So hatte ich das Gefühl. Also wirklich, hier gab es kein Geschrei, kein gar nichts, außer den Blödmann hier, der immer irgendwelchen Scheiß erzählt hat. Aber das ist halt normal. Der Chef, wenn der kommt, das nervt nur. Die werden schon lange fertig. Die werden schon beim ersten Bierchen. Ich denke sogar beim zweiten. Also ich denke, für mich faszinierend, dass das so schnell gegangen ist. Habe ich gar nicht mehr gerechnet. Und wenn das Ding dann gleich angeschlossen wird, dann werde ich schon mal die erste Jolle köpfen, glaube ich. Auf geht's. Was gibt's? Bud Light? Nee, Bud Light ist leider alle. Wir haben noch viele meiner Zuschauer schicken mir immer schön Bier aus ganz Deutschland und das trinken wir dann. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, ich bin auch ganz begeistert von diesem Tempo und ich bin vor allen Dingen, ich muss mich ja selber auch ein bisschen loben, dass ich da hochgegangen bin überhaupt. Habe ich sogar alles festgehalten. Wahnsinn, oder? Ja, eine Leistung für einen Sozialwissenschaftler. Ich hätte das nicht gedacht. Nein, ich war auch überrascht. Also er hatte wackelige Knie, er hat ja keine Muskulatur. Nein, null, gar nichts. Und dann so hochgegangen ist, wirklich, es war... Und mit diesem scheiß Bauhelm mit der Kamera auf hat er nur die Vögel erschreckt. Was anderes hat er nicht gemacht. Ja. Das war schon echt grauenhaft. Der Vogelschreck von Bremen. ihr seid mir so zwei Freunde. Ja. Naja, so sind sie. Also... fast fertig. Dann rollen wir hier zusammen und dann hast du noch ein Bierchen für alle hier? Ja, Prost. So kennen wir das von Baustellen. Prost. Vielen Dank an meine Follower, das ist von euch. Lecker. Echt lecker. Oh ja. Oh ja. Echt? Auch? Oh, super. Was habe ich denn? Emsländer Brauhaus. Perlenzauber, German Pale Ale. Boah, hast du noch mehr von? Lüne. Also wunderbar. Da wird der so weg, der Junge. Oh. Der muss auch nie pinkeln davon. Der fährt nach Berlin ohne pinkeln zu müssen und so. Kann ich nicht. Alles gut. So. Ja, 18 Uhr. Wir sind hier so gut wie fertig. Ja. Was wir jetzt natürlich noch nicht wissen, ist die Problematik, wenn wir einschalten, alle Kabel richtig gezogen, haben wir überall die richtigen Spannungen drauf. Macht der Energieversorger eventuell morgen Stress? Kann der noch Stress machen? Ja, der kann immer noch Stress machen. Der hat immer die Chance, noch Stress zu machen. Die Energieversorger hassen uns, weil wir ihn jetzt zu 70% quasi vom Netz genommen haben. Wir haben den quasi Gewinne weggenommen. Und dann haben diese Netzmeister, die hier kommen zur Abnahme, immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, oh, der siegt an meinem Job und deswegen kann ich hier ein bisschen Theater machen. Verhindern kann das ja eh nicht. Aber wir machen die ein bisschen Stress manchmal. Ja, Holger, hier steht jetzt der LKW nicht mehr, die Module sind oben drauf. Ja. Deine Handwerker sind alle noch hier. Ja, nach einer harten Nacht, ja. Und die waren gestern Abend noch los? Die waren los, ja. Und wir gucken mal, was hier jetzt wirklich noch zu tun ist. Ihr wechselt jetzt den Zähler, oder? Genau, wie sieht das aus?
Gestern haben wir noch den Originalzähler wieder eingebaut, weil wir erst heute den Tag haben, wo die Anlage abgenommen wird. Und jetzt kommt der alte Zähler raus. Wir haben die Daten gerade abfotografiert, dass der Energieversorger den alten Stand hat. Und wir bauen jetzt den wirklichen Zähler ein von Discovergy. Da wir für Discovergy Zähler einbauen dürfen, dürfen wir auch den Zähler selber wechseln. Und wir haben gerade, meine Frau hat gerade angerufen beim Energieversorger, er kommt noch nicht mal vorbei, weil er sagte wohl, ja, Jungs, das traue ich euch zu, dass ihr das alleine hinkriegt. Da braucht ihr mich nicht für. Das ist immer die ideale Situation. Die haben wir leider nicht oft. Ja? Also der sagt einfach, macht mal, Jungs, legt mir den alten Zähler dahin, sagt genau. Mir die Zählerstände. Ja, das ist natürlich ein Traum. Ne? Weil jetzt brauchen wir machen das jetzt trotzdem gleich, weil das müssen wir ja machen, müssen wir einstellen. Die ganzen Einstelldaten und so was machen wir trotzdem. Aber wir haben nicht das Problem, dass wir jetzt jemanden stehen haben, der uns im Nacken sitzt und sagt, Mensch, ich will das sehen, ich will das sehen, ich will das sehen. Das gehen wir auch gleich mal im Fragenteil durch. Warum verkaufst du den Leuten immer gleich einen Messstellenbetreiberwechsel mit? Ja, pass auf, das ist ganz einfach. Alle Leute, die erneuerbare Energien machen, haben das Problem, wenn sie den Zähler vom Netzbetreiber nehmen, also der Messstellenbetreiber ist dann auch der Netzbetreiber, dass es immer wieder zu Abrechnungsproblemen kommt. Und zwar mit dem Teil, der eingespeist wird. Und um das zu vermeiden, weil Sie können es ja nicht nachweisen, Sie können ja den Zähler tausendmal abfotografieren, der Messstellenbetreiber wird immer sagen, unser Zähler zeigt aber das an. Können Sie einschicken, den Zähler zur nordwestdeutschen Zählerrevision. Bei Discovergy ist das was anderes. Da haben wir Zugriff auf den Zähler übers Internet. Und es wird alles im Portal dokumentiert von Discovergy, was zu welchem Zeitpunkt wann eingespeist wurde. Und diese Daten werden auch direkt zum Netzbetreiber übertragen per Internet. Und das ist fälschungssicher. Da hast du immer die optimale Abrechnung. Das ist der Grund, warum wir auf Discovergy gehen. Ja, ich dachte immer, der Hauptgrund wäre, weil man einfach, ich meine, wenn der Stromlieferant selber auch misst, wie viel er bekommt, dann, das ist ja eigentlich... Ist aus meiner Sicht auch sowieso widersinnig, ja, weil es genau. Muss einen externen Messstellenbetreiber geben, weil es kann ja nicht der Lieferant selber seine eigenen Sachen zählen. Nicht? Das genau, gut, er wird das wahrscheinlich ja, richtig das machen, ist das ja auch aber alles in Ordnung. Im Prinzip, wenn es zu viel ist, hat er kein großes Interesse jetzt da irgendwie. Nee. Und es ist ja für den Kunden entsteht ja kein Nachteil. Der Zähler kostet 60 Euro Miete, beim Netzbetreiber zahlst du, wir mittlerweile im EWE-Gebiet zahlen fast 140 Euro für einen Zähler an Miete, weil du kannst in Deutschland keine Zähler kaufen, die abrechnungsrelevant sind. Du kannst Unterzähler, das haben wir bei OWE ja auch gemacht. Wir haben ja zwei Unterzähler bei OWE drin, die haben wir natürlich gekauft, damit OWE wollte das ja trennen, Büro und Hallenteil wollte er ja elektrotechnisch voneinander trennen. Und da haben wir zwei Unterzähler drin, die kannst du kaufen, aber abrechnungsrelevante Zähler kannst du nicht kaufen, die kannst du nur mieten in Deutschland. Gut, und jetzt gucken wir mal, was die hier machen, die Jungs. Da kommt jetzt ein Discovergy-Zähler rein, das ist ein Zwei-Richtungs-Zähler, der kann Lieferung und Bezug zählen. Und wir haben zusätzlich noch, und das muss man jetzt wissen, Dennis, zusätzlich im Gerät noch einen Erzeugerzähler eingebaut. Wir sind bis 10 kW nicht verpflichtet, einen Erzeugerzähler einzubauen. Es gibt jetzt Bestrebungen bei einigen Netzversorgern, dass wir auch schon ab 7 kW einen Erzeugerzähler einbauen müssen. Hier ist es Gott sei Dank noch nicht der Fall in Hamburg. Die akzeptieren das noch bis 10 kW ohne Erzeugerzähler. Wir haben es bei OWE aber trotzdem gemacht, einen Erzeugerzähler, damit OWE das auch einfach besser kontrollieren kann. Wir haben zwar die Kontrolle über das E3DC-Portal, was wir auch gleich zeigen werden, aber die Kontrolle zwischen dem Erzeugerzähler und dem Zwei-Richtungszähler, der mit dem Netz verbunden ist, ist einfach die bessere Variante, weil du es auch super nachweisen kannst, was du wirklich erzeugt hast. Aber das mit den Zählern, das muss man sagen, das ist schon einigermaßen kompliziert. Ja, das kommt dem normalen Kunden so kompliziert vor. Für uns ist das gar nicht kompliziert, weil das ist die einfachste Art der Zählersetzung, die wir hier gerade mitmachen. Also wenn wir demnächst mal Referenzen abfilmen, dann wirst du Zählersetzungen vorfinden, die werden jenseits von Gut und Böse sein, weil das sind dann sogenannte 5- oder 6-fach-Zählersetzungen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Gerät fährt gerade hoch, weil wir gerade eingeschaltet haben. Das dauert immer einen Augenblick, so knappe 5-6 Minuten, bis das Gerät wirklich arbeitet. Der Wechselrichter muss hochfahren, das Batteriemanagement muss hochfahren und wir sind noch, sieht man jetzt schön hier. Der Wechselrichter ist in dem Gerät. Hinter dem Gerät, ja, da sitzt der Wechselrichter. Hier ist das Energiemanagement drin, jetzt hast du gerade gehört, der Wechselrichter hat zugeschaltet und guckt jetzt nach, ob Netzfrequenz da ist, ob Spannung da ist und ob die Netzimpedanz da ist. Haben wir doch gelernt bei den Balkonkraftwerken. Genau, haben wir wunderbar gelernt. Brauchen wir hier genauso. Ja, und wenn die Netzfrequenz nicht da ist, dann
ist nur Kleinspannung, Kleinschutzspannung naja, auf dem Modul. Genau, auf jedem Modul sind ungefähr 40 Volt, aber wir haben ja eine Reinschaltung. Weil ich gestern beim Livestream habe ich doch gedacht, da ist kein Strom drauf. Und dann hat jemand gesagt, doch Dennis, der hat keine Ahnung, da ist Schutz-Kleinspannung drauf. Ja, und die tut dir ja nicht weh. Ja, also. Blöd wäre, wenn du jetzt alle 16 Module, die in Reihe geschaltet sind, wenn du da anfassen würdest, da haben wir 640 Volt. Wenn du da angefasst hättest. Und du hast neulich mal in einem Video gesagt, da ist doch Strom drauf. Und dann hat einer geschrieben, da ist doch kein Strom drauf, das ist wenn dann Spannung. Der Laudelei hat gar keine Ahnung. Ja, ich weiß. Aber der allgemeine Begriff heute in der Wirtschaft und auch im Allgemeinen ist Strom. Die Leute sagen da ist alles Strom drauf. Wenn du heute das heißt dann, da darf man nicht anfassen. Ja, wenn du heute von Spannung redest, da weiß keiner, was mit anzufangen. Natürlich ist Spannung und Strom ein Riesenunterschied. Das muss man den Leuten auch nicht versuchen zu erklären. Das genauso wie Kilowatt und Kilowattstunde kriegen die Leute nie auseinandergehalten. Es sagt also, immer einer KW, meint aber Kilowattstunde. Also für mich kommt es... Also für mich kommt eine Kilowattstunde immer noch irgendwie aus dem Jadebusen vor Wilhelmshaven oder ein Kilowatt aus Dun im Eimer mit ein paar Wattwürmern drin. Ja, das ist deine sozialwissenschaftliche Ader, da kannst du nichts machen. Einmal sage ich es jetzt noch. Kilowatt ist die momentane Leistung, die man ablesen kann. Kilowattstunde ist die elektrische Arbeit, die der Strom mit der Spannung zusammen leistet. Weil Leistung ist gleich U mal I und elektrische Arbeit ist gleich W, W steht für elektrische Arbeit, P Leistung mal T, also W ist gleich P mal T. Ne? Elektrische Arbeit, wenn du arbeitest, musst du ja eine Zeit erstmal arbeiten. Ja. Und wenn du 1 kW anliegen hast und hast diese 1 kW eine Stunde lang anliegen, dann hast du 1 Kilowattstunde verbraucht oder erzeugt. So einfach ist das. Was erzeugen wir da jetzt gerade oben im auf Moment, dem Dach? Kann man das schon sehen? Wir sind jetzt 9:30, glaube ich. Wir erzeugen im Moment 4.300 Watt, also 4.400. Sind aber im Moment noch im Batterietraining. Nee, glaube wir sind schon raus aus dem Batterietraining. Das heißt, wir haben jetzt die Differenz, dass auf dem Haus bei Owe sind jetzt 575 Watt drauf. Also auf dem ganzen Gebäude hier. Und die Differenz zwischen der erzeugten Leistung auf dem Dach und dem Haus steht jetzt zur Verfügung, um den Akku zu laden. Erst wow. Heute, ja, 2000, wir können maximal ja mit 2500 bis 3000 Watt laden. Das heißt, wir haben zwischen 4.500 der Akkuleistung, die geladen wird, und dem Haus noch eine Differenz übrig. Und das wird jetzt ins Netz eingespeist, 1.339. Ach, da sieht man, das geht zum Netz, das geht in die Batterie. Genau. Und trotzdem, du lädst dein Model X hier gerade. Nee, den habe ich abgeschaltet, damit wir das jetzt eben sehen können. Gut. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich schalte den Model X mal dazu. Ne? Der ist ja dran. So, ich gehe jetzt mal, ich hatte das Laden nämlich eben gestoppt. So, jetzt Ladevorgang starten. Jetzt wird es interessant, das dauert einen Augenblick. Ne? Owe hatte die Ladebox auch zugeschaltet. So, er fährt jetzt hier langsam hoch, hoffentlich macht er das. Ja, jetzt hat er die 3 Phasen erkannt, der Wagen. Ja. Jetzt fährt er langsam die Leistung hoch, dann dauert das hier gleich einen Augenblick. Du siehst, wie die Leistung steigt jetzt am Haus. Oh, ja. Oh. Autarkiequote geht zurück. Ja, ja, das ist ja klar jetzt, ne? Ja. Weil ich habe ja noch ein X mit 16,5 kW Ladeleistung. So, und jetzt passiert Folgendes. Wir sehen, Batterie wird immer noch geladen. Das heißt, wir sind doch noch im Batterietraining. Die Batterie muss einmal vollgeladen werden und einmal komplett entladen werden. Ja. Wir nehmen also jetzt quasi, das Gerät ist also auf einer... Jetzt nehmen wir wieder aus dem Netz. Ja, wir müssen aus dem Netz nehmen, weil wir jetzt mein Auto laden müssen. Ja. Aber das Batterietraining geschieht jetzt quasi aus der Sonne. Wir nehmen jetzt aus der Sonne, nehmen wir quasi die Leistung fürs Batterietraining. Das wird, sobald das Batterietraining beendet ist, wird das aufhören. Ne? Dann würden wir jetzt auch die gesamte Sonnenenergie quasi in den Wagen drücken. Also wenn ich das jetzt so sehe, dann verstehe ich die Faszination, dass Leute so ein Teil total geil finden, weil du kannst hier das ganz genau sehen, wo dein Strom jetzt herkommt, ob du produzierst, ob du aus dem Netz nimmst. Es ist sehr cool. Ja, das ist das eben, das macht die Leute auch süchtig. Wie gesagt, ich habe Kunden, die keine Lust haben, das mit dem Handy zu machen. Die sitzen dann davor den ganzen Tag und gucken, wie das dann so funktioniert. Die älteren Kunden machen das so. Und schalten dann da mal was ab und schalten da mal was zu. Es war übrigens gestern ganz witzig, wie wir den Probelauf gemacht haben mit Owe. Owe sieht das. Mensch, ich hatte, weiß nicht, 600 Watt waren auf dem Gebäude. Hat Owe erstmal Licht überall ausgemacht. Ja, ja. Wo ist Owe eigentlich? Wir gucken mal, was Owe ist. Es ist jetzt 9.30 Uhr, was Owe denn so macht hier. Und ihr kommt mal mit. Und Arni, moin. Moin. Moin, na, stürmt ihr bei der Arbeit? Ja, alles gut. Was machst du so?
arbeiten. Erstmal Mails checken, Anruf beantworten. Ja, genau, Angebote schreiben, ja, so ganz normal, was man eben so macht. Ja, Arni ist auch hier und ja. Wir machen heute den Rest hier. Das ist ja gar nicht mehr viel. Nein, wir machen jetzt noch eben die ganzen Unterlagen unterzeichnen, in Betriebnahmeerklärung. Owe muss dann jetzt gleich unterschreiben. In 2 Tagen musst du dem Marktstammdatenregister deine Daten mitteilen. Dazu bist du verpflichtet. Früher war das die Bundesnetzagentur. Jetzt ist es das Marktstammdatenregister, öfter mal was Neues. Und dann ist das erledigt. Das zeigt Conny dir aber alles. Da musst du dir keine Sorgen machen. Oder es machen Conny und Arni, dann bist du ganz raus. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Ne? Das mache ich zu Hause auch so. Wir können ja eigentlich nichts. Ne? Ja, was liegt jetzt noch an? Ja, dann verblompen wir jetzt alles. Der Energieversorger hat sich eben bei meiner Frau gemeldet, kommt nicht vorbei. Er ist der Meinung, das können wir auch alleine. Das heißt, wir haben die Daten alle eingestellt. Wir haben das Gerät auf 70% Leistungsreduzierung eingestellt. Das heißt, wir können maximal ins Netz einspeisen, nur mit 70%. Das ist Gesetz. Es sei denn, du hättest dich bereit erklärt, noch einen Rundsteuerempfänger zu installieren für viel Geld. Und dass der Energieversorger dich steuern kann. Ne? Dann kann deine Leistung vom Energieversorger im Notfall verändert werden in 4 Schritten. Wolltest du aber nicht, habe ich mir gleich gedacht. Deswegen haben wir auf 70% gleich eingestellt und alles gut. Yeah. Ja, ihr seht das. Wir haben die Solaranlage gebaut, ihr habt sie gebaut und ich fand das wirklich großartig. Vor allen Dingen Conny, wie die Module da eingehängt hat. Also wirklich eine Kämpferin für die Energiewende. Frauenpower. Ja, also ich bin begeistert. Und in dieser kurzen Zeit, Ofe, was hast du? Hunger. Nee. Total geil, Hammer. Ich bin total begeistert. Ich gucke jetzt nur noch auf den Bildschirm. Früher habe ich immer auf die Handy-App vom Tesla geguckt. Jetzt gucke ich nur noch auf diese E3DC-Geschichte. Ja, geil, ne? Und Arni, wie war es für dich? Also ich wusste gar nicht, dass Strom so spannend ist. Das ist echt irre, das sind neue Herausforderungen. Ich habe mir ja schon das neue Buch unters Kopfkissen gelegt. Ne? E3DC, das Hauskraftwerk. E3DC, das Hauskraftwerk. Und ich achte jetzt auf unsere Stromverbräuche ganz doll und was wir so ein- und ausspeisen. Spannend, total toll, super. Ja, also... Wir sind glücklich, wir haben es hier hingekriegt, vor allen Dingen, ich nehme mich mal aus hier und Holger nehme ich auch aus. Ne? Du bist ja ein Kumpel, ey. Das ist ja geil. Alter. Also ihr habt es hingekriegt, ihr wart spitze, danke, dass ihr dabei wart. Einen noch. Ja? Ich möchte mich auch nochmal bedanken natürlich für diese ganze schöne Show, die du hier gemacht hast, weil dein Kanal wächst natürlich enorm jetzt mit der TV-Geschichte und natürlich möchte ich mich bei euch allen bedanken. Ihr habt einen super Job gemacht, ja. Wir haben gestern schön gesoffen und gefeiert und das war richtig geil, also wunderbar, vielen Dank. Ja, also vielen Dank, dass ihr dabei wart, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ja, also bis zum nächsten Video, bis dann und tschüss. Und tschüss. Tschüss, das Video ist auch kostenfrei.